Herzlich willkommen zu unserer Serie Russland in Bewegung. Wir sind Olga und Viktor und zeigen euch in unseren Reportagen spannende Menschen, welche etwas in Gang setzen. Heute sind wir im Zentrum der Stadt Kaluga zu Besuch in der Maria Himmelfahrt Kirche. Genauer gesagt, wir steigen auf der Kirchturm zu Glückner Kirill. Viel Spaß beim Zuschauen. Hoch oben zwischen den Zwiebeltürmchen der Maria-Himmelfahrtskirche ertönen vor und nach dem orthodoxen Gottesdienst die Glocken. Mal himmlisch, mal eher irdisch mit Rock- oder Jazz-Einflüssen, immer voller Energie und Improvisationsfreude. Kirill läutet mit Inbrunst und Leidenschaft. Es ist Musik. Russische Glockenmusik. Ich spreche nicht von Glockenklang. Es geht mehr als um rhythmische Schläge. Ich strebe nach Harmonisierung. Ich kann meine Kreativität ins Spiel einbringen, meine Ideen mich immer weiterentwickeln, zur Freude der Zuhörenden und zu meiner eigenen. Mit 4 Jahren stieg Kirill zum ersten Mal auf den Glockenturm und eigentlich kam er seitdem nie mehr herunter. Die Glocken sind meine Leidenschaft. Seit ich denken kann, habe ich auch Pfannen und alles Mögliche gehauen, um Rhythmen und Klänge auszuprobieren. Meine Eltern haben mich dann in den Perkussionsunterricht geschickt. Da mein Vater als Vikar gearbeitet hat, konnte ich auch immer wieder auf den Glockenturm klettern und spielerisch üben. Es hat mich gepackt wie eine Droge. Es ist wie Luft, ohne die man nicht leben kann. Seit dem Ende der Sowjetunion hat sich die orthodoxe Kirche wieder fest in der russischen Gesellschaft etabliert. Obschon sich darüber diskutieren lässt, ob es eher ein äußeres Erscheinungsbild ist oder ob die Menschen wirklich gläubig geworden sind. Kirill steht meistens über solchen Diskussionen in luftigen Höhen unter den riesigen gusseisernen Glocken, deren Tradition bis ins Mittelalter nach Rostow Veliki zurückreicht. Angesprochen darauf, wo sich Kirill hinbewegt, meint er: Где я буду, я не знаю. Честно говоря, в наше время, по крайней мере, у нас очень трудно что-то планировать. Ehrlich gesagt ist es bei uns schwierig zu planen. Deswegen habe ich keine lange Agenda. Ich lebe im Jetzt. Aber klar habe ich Träume. Ich möchte mein Repertoire ständig erweitern und Melodien zusammenstellen, die sich dann auch auf anderen Glockentürmen etablieren mögen. Auf jeden Fall werde ich immer Glocken läuten.